Yo Leute, willkommen zur nächsten Folge City Survival und ich brauche noch kurz ein Thumbnail für die letzte Folge. Ach du Scheiße, hier ist die ganze Zeit irgendwas gespawnt. Das ist ja wieder nicht so schön. Moment. So, weg mit dir. Okay, ich wollte ja hier ein bisschen Erde reinsetzen und Gras, weil das hatte ich ja, ja, mit gefarmt noch. Und das ist, denke ich mal, eine gute Idee. Warte, Moment mal, ich setze jetzt erstmal die Erde und dann, mache ich ein Thumbnail. Ich glaube, das lohnt sich eher. Aber dann brauche ich natürlich auch noch ein Thumbnail für heute. Das weiß ich noch nicht, was ich da nehme. Naja, sehen wir noch. Ach so, warte mal. Ich wollte doch sowieso hier noch eine zweite Reihe Stonebricks machen. Das ist ja auch wieder sinnlos, ey. Ich fange mal einfach irgendwas an, ohne zu überlegen. Genauso wie der Anfang der letzten Folge, ne? Der letzten Folge, so rum. Hatte ich ja am Ende der letzten Folge schon gesagt, dass das auch ein bisschen blöd war, dann nicht zu warten, bis sich alles eingerenkt hat von Minecraft her. Da hat es nämlich die ganze Zeit so geruckelt, erstmal so 2 Minuten. Das war auch so eine unüberlegte Sache. So wie jetzt wieder. Aber manchmal überstürzt sich einfach die Sachen, ne? So, ist halt so. So, und ja, jetzt kriegen wir es aber hin. Ah, na toll, wenn ich mich nicht wieder die ganze Zeit verbauen würde. Okay, und dann, ja, kann ich jetzt so ein Thumbnail machen, das lohnt sich dann. Ich will halt immer von den Thumbnails so einen Unterschied haben, dass quasi das Thumbnail von heute sich schon mal weit abhebt von morgen zum Beispiel oder von der nächsten Folge. So dass man sieht, okay, man hat viel geschafft, so, ne? Dass es vorangeht, so vom Fortschritt her. Das wäre halt ganz cool. Und hier kommen die Lücken, nutze ich mal, um hier Gras zu setzen, beziehungsweise ich mache das nicht alles an einen Ort, sondern wir machen das natürlich verschieden. Zum Beispiel hier können wir mal wieder einen. Ach, scheiße. Komm, weg mit dir. So, und ich brauche natürlich dann auch noch Licht, ne, hier, um das alles besser zu machen. Na gut, aber ich würde sagen, ich spreche jetzt auch erstmal ein Thema an. Ich habe schon wieder genug Zeit verquatscht. Und zwar soll es heute mal darum gehen, dass in der Grundschule eigentlich viel mehr praktische Sachen gelehrt werden als in den späteren Klassen dann. Ist mir zumindest so aufgefallen. Und ja, es wird ja immer so gemeckert, so von verschiedenen Leuten. Ja, ist ja eigentlich scheiße. Die Schüler lernen viel zu wenig praktische Sachen in der Schule und keine Ahnung. Finde ich jetzt nicht unbedingt, weil keine Ahnung, ich bin immer zu faul, so praktische Sachen zu machen. Zum Beispiel auch irgendein Experiment in Chemie oder so, das strengt mich auch schon an. Das will ich auch irgendwie nicht ständig machen. Da ist mir so normaler Unterricht viel lieber. Oder, ja, keine Ahnung. In der Schule will ich halt nicht unbedingt so richtig viel immer mir selbst erarbeiten müssen. Das nervt dann immer. Ja, keine Ahnung. Ist irgendwie nicht so mein Fall. Und ja, ist ja im praktischen Unterricht sowas wie Werken oder so, was man in der Grundschule hat. Da ist sowas ja auch oft vertreten, dass man dann irgendwie selbst irgendwas erarbeitet, irgendwie, keine Ahnung, kreativ ist auch. Ja, ich bin halt irgendwie auch unkreativ in vielen Sachen. Das stört mich auch selbst, aber ich kann es einfach nicht abstellen. Und naja, keine Ahnung. Das kann man auch irgendwie nicht lernen so richtig. Und naja, dann ist es halt so. Aber das soll ja auch eigentlich gar nicht das Thema sein. In der Grundschule werden ja eigentlich viel, viel mehr Fächer gelernt, die so richtig praktischbezogen sind, wie zum Beispiel, keine Ahnung, da wird noch viel Fokus auf sowas wie Kunst oder Musik gelegt oder, ja, keine Ahnung, Sport natürlich auch, ne? Das sind ja Fächer, die dann auch später noch weiterhin vorkommen. Aber irgendwie dann seltener oder, ja, die werden dann irgendwie immer so belächelt. Und naja, keine Ahnung. Ja, und dann gibt's eben noch Werken und Schulgarten und so. Und was gab's denn da noch alles? Ich weiß es gar nicht. Gab's noch irgendwas Praktisches? Dann gab's natürlich noch übelst viele AGs, so Arbeitsgemeinschaften. Und sowieso der Hort und so. Zumindest war es bei uns so, dass wir dann nach der Schule noch so Hort hatten, so Aufsicht halt. Wie so ein Kindergarten, nur für Grundschüler. So war das ungefähr. Und da mussten dann alle irgendwie die Hausaufgaben machen und dann konnten sie mit irgendwelchen Sachen spielen. Dann gab es noch Späthort. Das war dann ab um 4. Ah ja, hier, so war das damals. Und ja, keine Ahnung. Dann gab es noch Frühhort, so um 6 Uhr morgens, bis dann die Schule anfing. Boah, das war auch scheiße.
Ich glaube, da war ich einmal nur. So, weil ich irgendwie mal eher in die Schule musste, weil meine Eltern irgendwie weg mussten oder keine Ahnung, was da war. Auf jeden Fall, das waren Zeiten. Ich weiß nicht, da hat man dann irgendwie auch nur rumgegammelt und gewartet, bis der Unterricht anfängt, so. Ja gut, aber man hat irgendwie dann auch eigentlich dasselbe gemacht wie dann nachmittags sonst. Naja. Auf jeden Fall, ich schweife schon wieder ab und schwelge in Erinnerungen. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich, ja, darüber reden, dass ja in der Grundschule eigentlich viel mehr praktische Sachen so gemacht werden. Liegt natürlich auch daran, dass die Schüler dann halt noch so jung sind und dann in dem Alter eben noch irgendwie sowas brauchen, um, ja, begeistert zu werden oder so, keine Ahnung. Oder um ordentlich was zu lernen. Und später wird das dann eben so ein bisschen abgeschafft. Da wird eben mehr auf die Theorie gesetzt. Aber, naja, keine Ahnung. Ich finde auch, ja, es ist eigentlich nicht so verkehrt, das so zu machen. Aber ich finde den Sprung sowieso ein bisschen zu krass von der 4. in die 5. Klasse, der da gemacht wird. Ja, vorher ist eigentlich nur so Spielerei alles und dann wird es auf einmal richtig ernst und da kommen viele eben nicht mit klar. Und naja, dann auch mit den ganzen theoretischen Sachen und mit den ganzen neuen Fächern dann ab der 5. und so weiter und so fort. Das ist natürlich dann immer ein bisschen viel. Und ja, keine Ahnung. Ich finde das irgendwie jetzt ein bisschen, ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also irgendwie die ist mir auf jeden Fall aufgefallen, so dass in der Grundschule viel mehr praktischer Unterricht gelehrt wird und man sollte mal drüber nachdenken, ob man das nicht vielleicht ein bisschen länger macht, um dann eben nicht immer sich solche Vorwürfe anhören zu müssen wie, ja, die Schüler lernen nichts fürs Leben, nichts Praktisches. Ich meine, man kann das ja dann dem Alter anpassen, so ein bisschen. Dass man ab der 5. Klasse dann irgendwas anderes Praktisches macht, so. Dass man erstmal so auch den Übergang von der Grundschule dann zum mehr Theoretischen hat, ne? Und auf der anderen Seite auch, ja, keine Ahnung, noch ein bisschen was beibringt den Kindern, kann man ja sagen, in dem Alter. Und naja, das wäre eigentlich schon nicht schlecht. Und ja, so viel auf jeden Fall dazu. Ich denke mal, ich habe dazu relativ viel erzählt. Und ja, wie war es bei euch, kann ich ja mal fragen. Könnt ihr mir auch mal sagen, so. Warum nicht? Und ja, dann schauen wir mal. So, und das wächst halt einfach überhaupt nicht, ne? Ich bin ja seit 10 Minuten oder, na gut, nee, seit 5 Minuten habe ich die Blöcke gesetzt und es ist noch nichts gewachsen, ey. Was soll denn das? So, Moment, da kann ich hier mal einen Glowstone setzen oder so. Oder nee, da kommen wahrscheinlich dann die Setzlinge hin. Warte mal. Ich setze erstmal da Fackeln, wo die Setzlinge hinkommen. Also da. Da haben sie dann auch drei dazwischen. Vielleicht reicht's ja sogar schon. Ah, scheiße, ey. Hier ist richtig eng. Ich glaube, wir müssen einen Zweierabstand machen, dass da ein Setzling hinkommt schon. Und da auch. Und dann so alle zwei Blöcke. Das geht ja auch, genau. Das geht ja genau auf. Das ist eigentlich richtig gut. So, dann kriegt man nämlich ja auch eine ordentliche Menge an Bäumen unter. So, ich will das jetzt hier nur mal auszählen. Oh ja, das passt. Okay. Hätte ich mir irgendwie denken können. So, dann hole ich mir mal Setzlinge. Oder? Soll ich die schon setzen? Ich weiß es gar nicht. Wo habe ich denn die jetzt? Ach, hier vorne. Muss man sich echt erstmal dran gewöhnen. Und ach so, wir haben ja hier noch Schwarzeichensetzlinge. Ich dachte, ich habe gar keine mehr. Aber doch. Oh, lol, hier ist ein Block gewachsen, Alter, krass. So, und wo setze ich jetzt die Fackeln hin, ist die Frage. Oder Lichter. Warte mal, ich lasse es erstmal mit Fackeln und ich kann ja erstmal Glowstones da hinsetzen. Das müsste ja hier sein, ne? 15 Stück haben wir gerade noch. Aber da muss ich auch mal mehr farmen. Ich weiß nur noch nicht, wann und wo. Na, wo schon ungefähr, aber nicht wann. So, dann hier würde ich mal Glowstones hinsetzen. Dann vielleicht auch da. Oder nee, warte mal. Ich habe eine bessere Idee. Machen wir es doch lieber nach innen. Ich glaube, da brauchen wir die eher. So. Ja, doch, das passt. Dann kann ich ja hier schon mal die Setzlinge an sich hinsetzen. Auch wenn ich aber hier eigentlich noch ja, das Ganze ein bisschen anders machen will.
So, erstmal hier die beiden noch. Aber das wird noch nicht reichen, ne? Um den ganzen Raum zu beleuchten. Dann müsste ich hier noch auf der Ebene den Setzling ein bisschen Glowstone hinmachen. Ja, das passt, denke ich. Okay. Ja, dann haben wir das ja auch ordentlich beleuchtet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Von Minecraft City Survival. Ja, und dann gucke ich nochmal. Ich kann ja schon mal hier die äußere Reihe pflanzen. Vielleicht pflanzen wir auch innen gar keine, oder? Ja gut, doch. Das sind ja eh nur 3 Stück dann. Oder 4. Und ja, dann würde ich sagen, ist das ein gutes Thumbnail, ne? Und wir sehen uns später wieder. Tschüss.